heute mit meiner 97. Lichtgeschwindigkeit hier mit der Presse von heute, Bild-Zeitung, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Neue Zürcher Zeitung, Hürriyet und der Freitag von dieser Woche. Und es ist voll der Themen. Zunächst wollte ich sagen, es gibt hier das berühmte James Joyce Ulysses Roman, der einen einzigen Tag in einem Haushalt von Leuten beschreibt, die alles erzählen, was sie da tun, einschließlich wenn sie auf dem Klo sitzen und vom Geschlechtsverkehr träumen, übersetzt ins Deutsche von Hans Wollschläger, ein bedeutender deutscher Schriftsteller und Germanist. Und wenn man dann dieses eine Buch nicht an einem Tag lesen kann, man kann es ja sowieso nicht an einem Tag schreiben, dann begreift man, was es bedeutet, Tagebuchaufzeichnungen zu machen, jeden Tag, und man entfernt sich immer mehr bis zum Lebensende von den aufgeschriebenen Tagen, die man gelebt hat. Da muss man noch solche sekundärwissenschaftlichen Aufsätze lesen von Therese Fischer-Seidel über Ulysses, und dann möchte man auch noch das irische Original lesen, James Joyce, und man weiß also, man kommt nicht damit zu Ende. Und so geht es den Piraten mit ihrer Programmkommission und mit ihrer Pressearbeit, in dem alles, was man ja täglich sagen will, auch mit allen Leuten besprochen sein muss, insbesondere bei den Verantwortlichen. Und wenn die 24 Stunden am Tag ihr Telefon eingeschaltet hätten, was ja kein Mensch aushalten kann, dann könnten sie trotzdem nicht mit jedem diskutieren und mit jedem alles koordinieren und abstimmen, und daraus kommt dann dieser Eindruck, die da oben machen ja sowieso, was sie wollen, und die müssen basisdemokratisch gestoppt werden oder kontrolliert werden. Also ich bin in meiner Arbeit nicht imstande, mit allen Leuten mich abzustimmen und muss sozusagen dem Geist der Piratenpartei versuchen zu folgen, und sofern das nicht klappt, bitte ich um Anregungen, um Kritik, um Widerspruch, und ansonsten wüsste ich nicht, wie wir das machen können, denn eine Koordination die über 24 Stunden am Tag hinausgeht, ist ja nicht zu leisten. Also meine Themen heute sind dann der flüchtende Ausbrecher wurde mit seinem Handy geortet. Das funktioniert ja nur über die digitalen Techniken, Satelliten und so weiter. Und ebenfalls hat man versucht, und das sagt also die Frankfurter Allgemeine Zeitung von heute, den geklauten BMW zu orten. Und da muss ich mal davon ausgehen, das steht hier drin, davon ausgehen, dass dieser BMW ja wohl auch einen Chip haben muss. Oder ist es vielleicht wirklich so, dass alle BMWs inzwischen, die herumfahren, geortet werden können? Also hier ist ein großer Artikel dazu in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Nach da muss ich das zeigen. Da heißt es Zugriff nach der dritten Ortung. Also wer hat die Idee zu fliehen, der muss im Grunde genommen sich ausziehen und muss aufpassen, dass er keinen Zahnersatz und keine Prothese im Gehirn hat. Sonst wird er geortet. Ja, und die Schweiz braucht Ausländer, heißt es hier, Neue Zürcher Zeitung, und die Abstimmung der Schweizer gegen das Bauen von islamischen Minaretten, die ist ja, hat ja Aufsehen erregt, und tatsächlich haben hier alle möglichen Leute, der Schweizer Herr Kouchner hat gesagt, das sei intolerant bei der EU, und der Herr Bosbach von der CDU hat aber, wie ich finde, völlig richtig gesagt, diese Volksabstimmung ist Ausdruck einer auch in Deutschland verbreiteten Angst vor Islamisierung, die man ernst nehmen müsse. Also, dass die Schweizer Deutschland zum Ausdruck gebracht haben, ist natürlich Blödsinn, aber sie haben tatsächlich ihren Willen bekundet, dass die Art der Veränderung, die die Schweizer hinnehmen müssen, wenn Minarette gebaut werden, etwas mit dem anderen und dem eigenen zu tun hat, etwas mit dem Fremden, was man nicht haben will. So, darüber wird nun diskutiert, und wenn die Hürriyet aber darüber schreibt, die türkische meistgelesene deutschsprachige Zeitung mit der Überschrift Hürriyet Freiheit und mit Atatürk im Titel darüber schreibt, dass die Schweizer Mittelalter sind in Europa, während die Türken sich selbst also als fortschrittlich empfinden, die müssen auf jeden Fall einsehen, Fortschrittlichkeit wäre also solche Missverständnisse oder Widersprüche miteinander zu diskutieren. So einfach nur den anderen als Mittelalter hinzustellen, das ist genauso wie wenn wir sagen, die Terroristen sind Mittelalter, aber sie können mit Flugzeugen in die Twin Towers fliegen. Gut, ich muss mich ganz doll beeilen, und jetzt hier zu meinem Obamistan. Herr Obama hat also heute gesagt, er wird 30.000 Soldaten nach Afghanistan schicken, und er hat gesagt, im Jahre 2011 wird man also mit dem Abzug beginnen. Mit anderen Worten, der Krieg geht lustig weiter. Alle, die den Krieg wollen, haben ihre Interessen vertreten, die den Krieg ablehnen, nicht. Und da kann ich also nur den Freiwilligen, die sich da hinmelden, als Berufssoldaten die Entscheidung, den Freiwilligen die Entscheidung nahelegen, vielleicht sich zu überlegen, ob sie für Geld nach Afghanistan gehen. Präsidenten Keller, Obama in der Zwickmühle.
Anachronismus, man kann solche Kriege heute nicht mehr führen. Präsident im Kessel, Umfrage zufolge haben die US-Amerikaner zunehmend Zweifel an diesem Krieg. Der real existierende militärisch-industrielle Komplex macht aber ganz massiv Druck auf den Präsidenten. Stanley McChrystal, der kommandierende General in Afghanistan, hat Obama mit der Behauptung eingekesselt, ein Desaster drohe, sollte der Präsident nicht mindestens 40.000 Soldaten mehr schicken. Und Obama wird die zusätzlichen Streitkräfte schicken, dann verliert er politisch. Aus Sicht der Demokraten, wenn er ihnen die Streitkräfte nicht gibt, verliert er auch und den Krieg nämlich. Und Obama will nicht derjenige sein, der Afghanistan verliert. So. Und der General Crystal, den hat Obama selbst eingestellt, obwohl der Menschenrechtsverband Human Rights Watch schon gesagt hat, der sei an Foltern im Irak beteiligt gewesen, was man nachgewiesen hat. Jedenfalls, was der Präsident will und was er durchsetzen kann, ist alles andere als identisch. Und die Freiheit hat dann hier den deutlich hinter den Aufgaben zurück, Gespräch mit Winfried Nachtwey von den Grünen, Verteidigungsexperte, der hat gesagt, aus Sicht der Grünen ist der Auftrag der ISAF-Truppen, ein sicheres Umfeld für den Aufbau zu schaffen. Und Nachtwey sagt weiterhin, auf keinen Fall dürfen die Internationalen den Afghanen etwas oktroyieren, mit Missionieren kommt man nicht weiter. Und auf die Frage, ob denn diese Zielsetzung uneingeschränkte Solidarität, transatlantische Solidarität, schließlich die Glaubwürdigkeit des Westens, so wie das Schröder auch gesagt hatte, sagt Herr Nachtwey, ich beurteile das als unehrlich, halbherzig und als Affront gegen diejenigen, die vor Ort gute Arbeit leisten. Naja, also hier wird gesagt, die Konsequenzen, der Kampf gegen den Terror kann nicht als Krieg gegen den Terror gewonnen werden, deshalb ist ein Strategiewechsel nötig. Tatsache ist, Afghanistan und Pakistan bleiben strategische Interessenssphären der USA. Weiterer Punkt ist hier aus Sicht von Lutz Herden von dem Freitag, nur mit der NATO können die USA in Afghanistan eine Niederlage vergleichbar mit Vietnam vermeiden. Ein weiteres Argument ist, jede Regierung in Kabul braucht regionale Verbündete. Ein weiteres Argument, das hier genannt wird, Tatsache ist, mindestens bis 2014 kann die afghanische Militärorganisation ANA weder NATO noch US-Truppen ansatzweise ersetzen. Und letztes Argument hier, Tatsache ist, nur eine Regierungsteilhabe der Taliban kann eine Rückkehr zu dem zwischen 1996 und 2001 in Afghanistan bestehenden Kalifat verhindern. Also Obama hat gesagt, wir haben Uhren zum Exit und die Taliban haben heute dazu gesagt, und wir haben Zeit. Liebe Piraten, wir haben auch nur begrenzte Zeit für unsere Kommunikation und ich hoffe, dass es fröhlich weitergeht, damit die Piratenpartei einen Platz im politischen Kräftespiel in Deutschland und auch in Europa bekommen kann. Ahoi, liebe Piraten!